Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. So, gestern habe ich das hier zurückgelassen. Ja, ich guck mal, ob ich in unserer Bude noch irgendwas habe. Ansonsten lass mal das einfach so. Ich meine, er hat eine kleine Wohnfläche. Was zum Waschen und zum Kochen. Wir haben hier auch bloß eine Küche. Oben haben wir auch bloß Betten. Zum Schreiben hat er ja unten Platz. Und oben kommt einfach noch eine Truhe rein, ja. Ja, das können wir so machen. Eine kleine Truhe. Und Graue, was machst du heute? Ich habe jetzt hier erstmal einen Querbalken. Okay. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Die ist immer noch zu groß. Nee, kann es sein, dass das Silo vielleicht ein oder zwei nach rechts müsste? Hä? Warum? Naja, wenn man so dran vorbeiläuft, ist der Abstand zur Mühle ganz schön groß. Ey, das geht auch nicht, weil hier deine Mühlenblätter vorbeikommen müssen. Das sind schon bloß zwei Abschiede. Zwei Abschied? Nein, das war auch nur Spaß jetzt. Aber ich hatte wieder was. Ich habe jetzt hier ein Querbein. Ah, das ist weg. So, den machst du weg, sagst du. So, jetzt hatte ich natürlich hier oben eine Idee. Die ist mir jetzt abhanden gekommen. Was habe ich denn gerade gesagt, was ich hier noch hinsetze? Ach ja, Truhe. Was mache ich denn hier für ein Scheißdach? Weiß ich doch nie. Was du da für eine Scheiße machst. Mensch. Ja, bitte? Wie sie es aufregt. Ja, wenn das mit dem Dach nicht funktioniert, ist das doch bäh. Na, mach doch ein Dach hin. Ja, wie soll ich denn hier ein Dach hin machen? Das sieht doch alles scheiße aus. Meine Worte. Das ist doch zum Kotzen. Ach, Mensch. Mach's dir doch nicht so schwer, hm? Okay. Ich mach hier ein Flachdach gleich drüber, dann ist mir das alles scheißegal. Mach doch. Gut. Also es wird dem Herr wieder nicht gefallen, dann sagt er wieder, das sieht ja scheiße aus mit so einem Flachdach. Ja, kann durchaus passieren. Gut. Ich denke hier oben, das ist jetzt soweit fürs Erste okay. Wenn mir noch was einfällt, kann man ja noch was hinsetzen. Wir könnten natürlich auch noch Bücher hin, das ist eine kleine Leseratte. So. Da auch noch und da hat er dann alles zugestellt mit Büchern. Ja, das kann man wirklich machen. Ein paar Ideen hat man da ja. Das kann man natürlich auch hier machen. Zack. Dann schauen wir da hier seine. So sieht das gut aus. So, da haben wir es geklärt. Bücherregale for the win. Gut. Damit würde ich es fürs Erste belassen mit unserer Mühle. Nummer 2. Ja, können wir so lassen. Was steht noch so an? Ach ja, das Silo wäre ja jetzt noch. Was meckerst du denn jetzt schon wieder? Hier liegt halt Stroh, was gemahlen werden soll. Vorm Silo. Ja. Das kann er hier abgeladen, dann kann es der Müller hier vorm herholen. Vorm Silo. Ja, warum sollten das nicht vorm... Vor einer Mühle sieht das ja noch beschissener aus. Gehört das nie in ein Silo? Das ist halt... Naja, im Silo ist doch auch, ist doch das Gemahlene. Sozusagen das Mehl, oder? Ja. Und die Samen sind doch im Silo, da ist es nicht das pure Getreide, das ist in der Scheune. Ja, müssten wir dann aber das Stroh hätten wir auch hier reintun können. Ey, das sieht doch scheiße aus. So hast du wenigstens ein bisschen Deko auf dem Weg. Deko-Weg? Also sieht's ein bisschen nach aus, als würde hier auch was passieren. Na dann. Gut. Das passt schon. Du kümmerst dich mal bitte ums Dach. Ich soll mich ums Dach kümmern? Ja, ich hab doch keinen Plan, wie das Dach aussehen soll. Tja. Ich auch nie. Ja, siehst du.
Wir probieren es einfach. Bin ich wenigstens alleine. Na, wahrscheinlich gleich schon. Tja. Ist halt so. Ach, ich hab was. Ach, Mensch, bin ja doch sehr fertig. War wieder einfach. So könnte man das durchaus machen. Aber ich guck's mir erstmal von unten an. Naja. Ist doch schön geworden. So, da brauche ich hier noch Stein. Und den setzen wir einfach hier so ran. Und dann schichten wir das nur noch mal mit Half Slabs auf. Nämlich, hui, aua, muss hier hoch. Mit den hier. Mit denen tun wir das jetzt nur noch auffüllen und dann finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlimm, das Dach. So. Ja. Keine Ahnung, wo jetzt das Problem war, aber. Na, was denn? Ja, ist okay. Guckst du dir an, ob dir es gefällt oder ja, nicht? Ja, warte, ich baue jetzt hier gerade. Guckst du mir mal von unten an. Na ja. Ja. Ist relativ flach. Reicht doch. Vielleicht fällt uns mal was anderes rein. Wohl. Warte mal. Einfach so rein. Ja, so. Nee. So. Aber dann ist es ja wieder so. Und hier so. Weil das ist nämlich nie so hübsch. Kam das Lied nicht gerade? Wirklich? Vielleicht ist es auch noch nie vorbei? Ich hab eigentlich so nicht so den Plan. Bin gerade mit Bauen beschäftigt. Kennst du nie. Aber ich finde schon, eigentlich ist das ganz hübsch. Wenn du mal hier oben bist? Wenn du mal. Das ist gar nicht mal so hässlich. Hast du hier eigentlich einen ganz schönen Ausblick? Aha. Aha. Was tut mein Silo eigentlich auch bloß? Kisten, oder? Wie bitte? Ja. Eigentlich auch wo die machen. Aber warte mal, ich tu dann doch noch ein bisschen Stroh hier rein, hier unten hin. Ja, weil da draußen ist so viel davon. Ich verstehe deine Intention durchaus, aber. Das heißt, du bist komplett verrissen, oder? Warum ist er jetzt anders gemacht? Ach so, war's. Gut. Auch schon wieder geklärt. So. Ach so. So war's, ja. So war's. Zack, zack. Und hier muss es auch noch gemacht werden. Zack, zack. Oder tun wir doch einfach im Silo überall Stroh verteilen? Ich meine, es hat zwar keinen Nutzen, aber es sieht, glaube ich, am besten aus, wenn das einfach hier ein bisschen vollgepackt ist. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. So ist richtig. Jetzt baue ich zwar wieder an allen Ecken um, aber was soll's? Hauptsache das Dach ist dann richtig. So.
So. Jo. Das kommt weg. Ja, jetzt nur noch auf der Seite so. Oder habe ich das hier schon so gemacht? Ach, da habe ich es schon so gemacht. Sieh da, sieh da. Mensch, da. Ist ja Meisterleistung. Ich meine, eines ist es doof. Du hast eine brennende Fackel neben dem Stroh. Naja, aber es war das geht nun mal nicht so an. Ja, ja. Das gab's halt mal öfters so. Brände. Ja, so ist es doch besser. Oder? Noch eine Idee. Muss ich mir aber angucken. Dann sieht es zwar aus wie. Mal sehen. So, na doch geht. Was meinst du? Warte, ich such Türen. Warte, ich such Türen, ey. Alter. Türen, 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 Türen. Wo sind denn die scheiß verdammten Türen? Gebt doch Türen ein. Nee, ich such die so. Nee. Die muss ich doch finden. So, dann zeig mir mal das die? Silo an. Drin. Das kann doch nicht sein, dass die Türen nicht mehr hier drin sind. Okay. Ach, bei Redstone, natürlich. Wie man auch immer die Ballen hier mit der Leiter hochkriegen will, aber... Hallo, dafür hast du ja oben den Kran. In dem mittleren Stockwerk? Ja, da kannst du das durch den Leiterschacht, kannst du das runter mit dem Kran. Zwar ganz runter, aber... Mit dem Kran? Das ist ja diese Kranschiene, die Leiter... No? Naja? Naja, dann das hier, doch. Das hier in der Mitte ist die Kranenschiene. Ja, dann kannst du hier nicht wieder ausrasten. Und dann kannst du es hier runterlassen. Oh Mann, ey. Ja. Warum brauche ich ja eigentlich ein Seil, aber es gibt hier keins. Nö. Du kannst ja so ein Seil dran machen und einen Eimer ranhängen. Nee. Witzig, witzig. Witzig. So, und das hier von Leste oder was? Wenn das alles schon drin ist. Das Stroh hier. Ja, das lasse ich jetzt. Weil es ja voll über den Weg guckt. Das ist halt so. Und komischerweise mit der Laterne verbunden ist. Nein, die Laterne ist mit dem Stroh verbunden. Ach so, okay. So, jetzt müssen wir den Weg hier anpassen, ne? Weil das hier finde ich ein bisschen zu nah. Stimmt, der Weg. Ich denke, so hier wäre gut. Oder? Ja, ja. So sollte das dann gehen. Ist der Weg hier schon angepasst? Ja. No? So macht der Weg ja schon mal Sinn. War ja wieder schwer. Das hast du hier natürlich. Ja, und jetzt ist es wirklich... Okay, ich gebe es zu, es ist ein bisschen... Ja, das dünner, ist ein Silo. Besser. Das ist ein Silo. Das kann also ich durchgehen. Da brauchen wir kein zweites. Nee. Hier vorne, also hier könnte man jetzt... Bloß noch hier die freie Fläche. Was können wir hier noch schnell hinsetzen? Muss nicht klobiges sein, muss nie alles ausfüllen, aber irgendwie... Ein Hundekäfig. Was könnten hier hin? Erst war es ja gedacht für das Silo zum Verbinden, aber das bringt jetzt nichts. Nee. Oder wir machen hier eine kleine Umzäunung hier und hauen da das Stroh rein. Warum auch immer. Ja. Weil wenn anstatt es hier draußen liegt, ist es dann sortiert hier drin. ich überlege gerade... Es muss wirklich nichts Großes sein. Ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gab, was meistens kleiner Nähe war. Eine Telefonzelle oder ein Dixie-Klo? Das Dixie-Klo wird's. So, was mich schon die ganze Zeit stört, das mache ich in der Zeit. Jetzt wird's endlich repariert. Das hat mich schon immer genervt. Kiste. An der Kiste oder an der was? Kiste, diese... Das diese? Muss jetzt gemacht werden, diese... Bordüre oder wie sie heißt. Einfach die Abgrenzung. So.
so gleich fertig. Eigentlich ist es ein Akt von ein paar Sekunden, aber... Hm. War halt eher nicht möglich. So, jetzt stimmt unsere Kiste auch wieder. Hm, endlich mal. Hm. Tja, was machen wir hier hin? Das können wir uns in der nächsten Folge aber auch noch überlegen. Würde ich sagen. Jo. So machen wir es auch. Gut. Wir danken fürs Zuschauen. Ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.